Ein herzliches Hallo von Wolf Fuß und Frank Buschmann zu diesem Länderspiel. Ja, Wolf, was erwartet uns heute wohl? Könnte mir vorstellen, dass sich einige Spieler empfehlen wollen. Dann kann das ganz schnell mehr werden als nur ein Testspiel. Heute erleben wir hier die Begegnung Russland gegen Saudi-Arabien. Das Luzhniki-Stadion hat schon einige Highlights erlebt, Buschi, ne? Die Scorpions sind hier mal aufgetreten. 1989 war das. Wind of Change. Wer erinnert sich nicht? Und sogar ein Eishockey-WM-Finale gab es hier. Das war 1957. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie sie das machen. Die Aufstellung von Saudi-Arabien. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Und damit legen wir hier los. Und ich bin wirklich gespannt. Keine leichte Aufgabe für die Mannschaft. Für beide wird es jetzt auch darum gehen, schnell in die Partie zu finden. Farai. Rausch. Weg ist der Ball. Salami. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Akinfeev. Ach, zu ungenau. Der Ball ist weg. Zagoyev. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse! Und jetzt die Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Den Ball schickt er mit viel Effekt ins Tor. Ein richtig schöner Treffer. Respekt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nummer 10, Alan Zagro. Taisir Al-Yassim. Wird's jetzt gefährlich. Und nun ein Schuss. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Fast Ecke, aber der Ball geht wohl zum Einwurf raus. Ja. Jeyal Sherry. Und jetzt ein Schuss. Jetzt vielleicht. Oh, er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Da verlieren sie den Ball. Jetzt die Chance. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Roman Sobnin. Ballverlust.
Früh wird er jetzt gestört. Zagojev. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Rausch. Da ist die Flanke. Oh, ich dachte schon, der geht rein. Ich dachte, der geht rein, aber kein Tor. Ein Riesenkopfball. Da springen sie hier alle auf. Aber am Ende passt das Ding nicht. Farai. Heißt hier Al-Yassin. Nawaf Alabet. Da kann er ihn stoppen. Roman Sobnin. Alexej Miranchuk. Farai. Nawaf Alabet. Abgefangen, gut gemacht. Jetzt müssen sie aufpassen. Abdullah Atef. Er fasst sich ein Herz und versucht's, aber das war zu weit weg. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Nawaf Alabet. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Smolov. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Das sieht vielversprechend. Abdullah Atef! Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Wir sehen hier den Treffer nochmal. Verwundert einen nicht wirklich, dass sie das Tor machen, oder? Nein, Wolf, sie haben das Spiel im Griff. Da waren auch vorher schon gute Chancen dabei. Und hier hat es jetzt geklappt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Neustädter. Rausch. Wird das seine Torchance? Keine gute Verteidigung. Jetzt die Flanke. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt die Ecke. Neustädter. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Guter Pass. Jetzt wird's gefährlich. Das könnte die Chance werden. Der Versuch. Was für ein Schuss. Ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. Ein unglaubliches Tor. Da ist er volles Risiko gegangen und wurde belohnt. Und den hat er super getroffen. Und eigentlich müsste sich ja herumgesprochen haben, dass er aus dieser Entfernung brandgefährlich ist. Boah, was für ein Hammer, den er da auspackt. Knappe Führung. Und damit geht's jetzt los hier im Luzhniki-Stadion. Durchgang 2. Abdullah Atef. Wird's jetzt gefährlich? Er versucht's. Schön geklärt. Gute Gelegenheit jetzt. Mit der Ecke könnten sie noch ein Tor nachlegen. Die Ecke kommt rein. Szene ist noch nicht vorbei. Da ist er noch dran und drückt das Tor. Ja, das gibt Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Da nimmt er überhaupt keine Rücksicht auf den Gegenspieler. Er sieht gelb, aber damit ist er sogar noch ganz gut bedient. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Zagojev.
Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Number 10, Alan Zagor. Abdullah Atef. Da holt er den Ball zurück. Zagoyev. Rausch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Konstantin Rausch. Ecke Russland. Die Ecke kommt. Roman Sobnin. Drüber. Was für ein Kopfball. War das ein Ding? Schade. Das könnte eine Gelegenheit werden. Zagoyev. Und das ist der Ballverlust. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Samedov. Russland macht Druck. Und jetzt ein Schuss. Wahnsinn, er hält ihn. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Ecke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Einwurf Russland. Neustädter. Elfmeter für Russland. Ja, aus seiner Sicht war dieses Foul ganz hart an der Grenze. Das zeigt er am Spielfeldrand ganz deutlich, was er von dieser Aktion hält. So eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Wirklich souverän gemacht, auch auf diesem Niveau, nicht selbstverständlich. 3:2 also, da ist alles drin. Das könnte die Chance werden. So, was machen Sie draus? Salavi. Macht er ihn. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Eine kurze Ecke. Hereingabe. Smolov. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So langsam. Da schießt er. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und wer gedacht hat, dass sie sich den Favoriten hier einfach geschlagen geben, der ist schief gewickelt, Buschi. Ja, sie bleiben dran, kämpfen. Und holen sich hier den Ausgleich. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Alex Semiranchuk. Angriff der russischen Mannschaft. Fängt diesen Ball ab. Absavi. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Die Defensive steht. Und er schießt. Super Tor, Innenposten und dann rein. Vom Pfosten ins Tor und damit ist dieser Ball unhaltbar. Ja, da kommt der Keeper natürlich nicht mehr ran, das ist Maßarbeit. Die
Sie spielen hier beide mit offenem Visier und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schönes Pressing jetzt. 6 Minuten haben wir hier noch. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das sieht vielversprechend aus. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Der Torwart mit dem Fehler. Den Ball hat er. Ganz souverän. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Mit dem Ball am Fuß. Stark gemacht, das könnte was werden. Da hat er natürlich Zeit zum Nachdenken. Wohl zu viel Zeit, Buschi. Ja, das scheint so, Wolf. Er hatte da mehrere Optionen, aber wählt am Ende die falsche. Der Ball geht klar vorbei. Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie.